Was? Wie, da war eine Ampel. So eine Sauerei, wie fängt das denn schon mal an? Ich muss ein Bußgeld zahlen? Oh, da ist eine Ampel. Aber die ist doch grün! Schweinerei! Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Recycle. Der Müllabfuhrsimulator. Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Mini-Let's Play mit mir. Ich möchte euch zeigen, ab heute meine erste Stunde mit dem Spiel Recycle Garbage Truck Simulator. Da stimmt was nicht, das Spiel muss anders heißen. Moment. Options. Wir stellen das mal schnell auf Deutsch um. Habt ihr am Anfang das fliegende Schwein gesehen? Das war sehr lustig. So, so heißt das Spiel nämlich. Recycle Müllabfuhr Simulator. Ich bin ein Spieletitelveränderer. Ich bin ein Magier. So, die Musik müssen wir auch gerade mal wegzaubern, weil YouTube dazu neigt, Content-ID-Treffer zu machen. Das heißt, die Software von YouTube glaubt dann, dass es eventuell sein könnte, dass diese Musik irgendjemandem gehört und dann kann ich das Video nicht mehr monetarisieren. Und das riskieren wir nicht. Bei so einer Porno-Fahrstuhl-Mucke. Ja, eigentlich wollte ich das Spiel schon zeigen ab Mittwoch, da ist es nämlich erschienen. Das Problem war, es funktionierte nicht, ja. Das ist auf Steam erschienen und man konnte es nicht starten. Ich glaube, es hat bei keinem auf der ganzen Welt funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war wohl so, dass ein allgemeiner Fehler vorlag. Und ich weiß auch gar nicht, ob es mittlerweile läuft, ehrlich gesagt. Ich habe es mir nur durch ein sogenanntes Hotfix zum Laufen gebracht und kann es euch jetzt zeigen. Neues Spiel, neues Glück, haben wir gesagt, ne? So, wie immer spiele ich ohne Handbuch, ist klar, ne? Weil ihr wisst ja, ein gutes Spiel erklärt sich von selber, sage ich immer. Außerdem probiere ich immer gerne ein bisschen was aus und ja, faile auch ganz gerne. Was haben wir denn hier? Wir haben ein Tutorial. Okay, alles klar, das ist schon mal nicht schlecht. Hauptbildschirm. Willkommen bei Recycle, dem Müllabfuhrsimulator. Genau, das ist super. Das ist nämlich das erste richtige Müllspiel, das ich euch zeigen kann. Das ist doch genau das Richtige für mich, ne? So, und für euch. Du hast die Aufgabe, Kehrichtstadt sauber und frei von Abfall zu halten. Dabei musst du unterschiedliche Missionen erledigen, von Fahrten mit dem Müllwagen über deren Einsatzplanung bis hin zum Managen von Müllrecyclinganlagen und Deponien. Du kannst die Umwelt schützen, indem du Müll verdichtest, verbrennst und vor allem recycelst. Liebe Kinder, das ist nicht ganz richtig, was da steht. Ich muss euch da ein bisschen aufklären. Du kannst die Umwelt schützen, indem du Müll vermeidest. So muss es heißen, ja? Damit ihr auch mal was lernt hier auf meinem Kanal, weil habe ja auch einen Bildungsauftrag. So werden die Bewohner von Kehrichtstadt stolz auf ihre saubere Stadt und zufrieden mit deiner Arbeit sein. Das wollen wir doch hoffen. Okay, haha, guck mal, da drücken wir mal einen Pfeil, da zeigt auch das Haus und da erklärt er mir das. Das ist sehr schön. Also, über die Hauptbenutzeroberfläche hast du Zugriff auf alle Funktionen und Parameter des Spiels. Mit diesem Symbol kehrst du ins Hauptmenü zurück, wo du das Spiel speichern und oder laden und die Spieleinstellungen ändern kannst. Sehr schön. Über dieses Symbol, ein Fragezeichen, kannst du auf die Einstellungen der Erläuterungen zurückgreifen. Über dieses Symbol wird deine aktuelle Fertigkeitsstufe im Spiel angezeigt. Mit jeder neuen Stufe öffnen sich neue Funktionen im Spiel, die für die Erledigung neuer Aufgaben benötigt werden. Das ist quasi so ein bisschen Rollenspiel, Rollenspiel. Rollenspielmodus, man kann also in Levels aufsteigen und ich bin gerade gar nichts und kann auf Stufe Papier aufsteigen. Alles klar. So, die Fortschrittsleiste zeigt dir die Menge des bereits gesammelten Abfalls an. Über die Menge siehst du, wann du die nächste Stufe erreichst. Okay, das ist also bis zum nächsten Levelanstieg, bla bla bla. So, hier siehst du deinen aktuellen Kontostand, sowie die Uhrzeit und das Datum. Wir haben also 100.000 Öcken. Wir haben Mittwoch, den 12.12.2012. Das ist ja in der Vergangenheit, 9.21 Uhr. Und, schließen. Hauptbildschirm, die Minikarte, das ist das Ding da unten, ne? Zeig dir deine Position und die Positionen anderer wichtigen Gegenstände im Spiel. Ein rotes Symbol markiert deine aktuelle Position. Das ist das Ding hier wahrscheinlich. Kann ich da Plus machen? Ah, da guck aber an hier da. Das bin ich hier da mit der roten Rand hier. Mit der größeren Karte siehst du deinen Überblick über die gesamte Stadt. Größere Karte? Nein, das ist die Mini-Karte. Was ist denn die größere Karte? Das hier? Hahaha! Rotes Kreuz, deine Position. Da unten. Haselnussbach. Roter Kreis, Müllcontainer. Ich sehe ja keinen roten Kreis. Grüner Kreis, leerer Müllcontainer. Vielleicht kommt das erst. Kann ja sein. Gelber Kreis, Arbeiter. Blauer Kreis, Müllplatz.
Oder meinen die blaues Viereck, Müllplatz, gelber Kreis? Nee, das ist was anderes, oder? Das ist, ja, keine Ahnung. Ja, da kommen wir schon noch dahinter. Kann ich das nicht irgendwie wieder wegschalten hier? So. Das ist ein Ziel. Da kann man bestimmt mitschießen. Das ist ein geiles Ballerspiel. Mit diesem Symbol kannst du schnell an einen Standort springen, den du bereits gekauft hast und der dir aktuell gehört. Im Moment gibt es nur einen Standort, aber während du Fortschritte im Spiel machst, kannst du neue Fahrzeughallen und Abfallverarbeitungsanlagen kaufen, sodass die Liste langsam erweitert wird. Haselnussbach, das ist das hier wahrscheinlich, hier das große in der Mitte. Das ist mein Dreckshof, mein Müllhof oder so, keine Ahnung. Mein Einsatzhof, meine Zentrale, meine Base. So, auf der rechten Seite befindet sich ein Tagesplan mit den gesamten aktiven Aufgaben des aktuellen Tags. Derzeit ist der aktuelle Tagesplan noch leer. Das ist wohl wahr. Aber er wird sich füllen, wenn du Routen und Müllplätze kaufst und einrichtest. Sag mal, soll ich mir das jetzt alles merken? Ich bin ein alter Mann, ey, das geht doch gar nicht. So, der Arbeitstag endet um 16 Uhr. Das ist sehr intelligent, den Pfeil direkt mitten auf den Text zu machen übrigens. Vermute ich mal. Ende eines Tags musst du alle deine Fahrzeuge auf dem Parkplatz abstellen. Erst wenn sich alle Fahrzeuge auf dem Parkplatz finden, kannst du auf diese Schaltfläche klicken und mit dem nächsten Tag weitermachen. Ja, super. Alles klar, das haben wir verstanden. 10 von 12, jetzt haben wir es gleich. Jetzt geht's gleich los. Du, dieser Pfeil, kannst im Verlauf des Spiels insgesamt 20 Erfolge sammeln. Wenn du die Voraussetzungen für deinen für einen Erfolg erfüllst, wird der Erfolg freigeschaltet und deine aktuelle Fertigkeitsstufe um 20% erhöht. Okay, Erfolge bringen Punkte. Alles klar? Jetzt wird es langsam ein bisschen asselig hier mit dem Pfeil. Das hier, Hauptmanagementfenster. Hier kannst du deine gesamten Mittel verwalten. Also quasi auch meine Arzneimittel, vermute ich mal. So. Und jetzt? Hallo? Huhu! Tutorial zu Ende. Dann klicken wir einfach mal auf das letzte Schaltding, würde ich mal sagen. Auf den Managementbereich. Das wird ja wohl nicht verkehrt sein. Ahahaha! Der Übersichtsreiter zeigt dir deinen aktuellen Kontostand, Informationen über die Fahrzeuge und Gebäude, die du besitzt und eine komprimierte Übersicht über deine Einnahmen und Ausgaben der letzten 5 Wochen an. So. Also, jetzt wo ich so viel gelesen habe und noch gar nicht gespielt, würde ich sagen, machen wir die erste Folge ein bisschen länger als eine Viertelstunde, weil ihr habt ja noch nichts gesehen. So, was muss ich jetzt hier machen? Übersicht habe ich hier. Bank. Wenn du wenig Geld hast, kannst du einen Kredit bei der Bank aufnehmen. Du kannst die Kredithöhe und die Anzahl der Monate auswählen, die du zurückzahlen willst. Mit einem Klick auf die Schaltfläche betätigst du deine Auswahl. Beachte, dass die Zinsen sich mit der Rückzahldauer erhöhen. Du kannst bis zu 6 Kredite gleichzeitig aufnehmen. Ich habe 100.000 Öcken. Ich brauche kein Geld von der Scheißbank. Ja. Routenlizenz. Meine Fresse. Vorerst verfügt deine Firma über keine Müllrouten. Du musst für eine Route eine Lizenz von der Stadt erwerben. Die Routen unterscheiden sich in ihrer Länge, der Anzahl der Mülltonnen, der Größe der Mülltonnen und der Menge des Mülls, den die Bewohner auf der Route produzieren. Es empfiehlt sich am Anfang, eine kürzere Route mit wenig Mülltonnen und Müllaufkommen zu kaufen. Die Anzahl der vollen Mülltonnen ist ein Hinweis auf die produzierte Müllmenge. Du solltest jetzt eine Route kaufen. Also mit Route ist ein Weg gemeint und nicht die Route vom Knecht Rupprecht, mit dem ich euch verprügel, liebe Kinder. Ja? Schließen. Also, ich soll eine Route kaufen. Schattiges Fleckchen. Grünlandplatz. Okay, was kaufe ich denn jetzt hier? Gibt's, warte mal, ich habe Haselnussstraße. Gibt's was in der Haselnussstraße? Schattiges, Moment, ich muss mal einzeln durchklicken hier. Schattiges Grünland, Firmament, schneller Gemeindepark. Das geht aber schnell hier. Gemeindepark, ich mach's mal so. Genau, Thomas, enge Straße. Route 23, 24. Straße, Kirchstraße, Ziegelweg. So, woher weiß ich denn jetzt? Ich soll irgendwas, was... Das hat geheißen, gering... warte mal, ich muss nochmal nachschauen, was da stand. Ach, da steht nichts mehr. Scheiße. Das war das andere. Irgendwas mit kurze Route, wenig Müll. Irgendwie sowas hat es geheißen, ne? Das ist die Menge des produzierten Mülls. Okay. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Riesentonnen und den kleinen Tonnen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich passt in eine kleine Tonne weniger als in eine große Tonne, Herr Frenkel. Würden wir mal so grob raten. An der Glocke. Ich mag ja Glocken, ne? Also besonders an weiblichen Personen. Wartet mal. Enge Straße vielleicht. Ich mach mal enge Straße, habe ich gesehen. Warte mal, warte mal. Das ist alles zu viel Müll hier, ne? Ich brauche was mit wenig Müll am Anfang.
enge Straße, das ist das Einfachste. Die ist 556 Meter lang. Dann schauen wir mal, da war noch eine. Das war die mit den Glocken, glaube ich, gell? Die Blumenstraße, die lange Straße, die Königinstraße haben alle nur eine. Okay, aber das sind längere Touren. Ich mache mal was Kleines am Anfang, ne? Ich mache mal die enge Straße. Das wird schon passen. Keine Ahnung, wie kann ich das jetzt kaufen? Achso, da draufklicken, auf Kaufen. Möchtest du diese Route wirklich für 1441 lizenzieren? Für was? Für 1441 Arschgeigen? Wahrscheinlich meinen sie Euro oder so, Credits, keine Ahnung. Ich nehme das mal. Palim Palem. Du bist stolzer Besitzer deiner ersten Müllroute. Auf der Route fällt jeden Tag Abfall an und du kannst den Müll jederzeit abholen. Du entscheidest, an welchem Wochentag du eine bestimmte Abfallart abholst und wie oft in der Woche. Du solltest die Menge des angefallenen Mülls im Auge behalten und ihn dann abholen, wenn die Mülltonnen fast voll sind. So maximierst du deinen Gewinn. Schließen. So, jetzt ist das grün hier, ne? Papiermüll, Restmüll, Plastikmüll, Biomüll. Was ist das? Keine Ahnung. Warum ist das jetzt eine andere Tonne? Ich habe keinen Plan. Wir gehen auf den Müllplatz. In der ganzen Stadt gibt es Müllplätze mit großen Containern für Papier, Glas und Verpackungsmaterialien. Du benötigst eine Lizenz von der Stadt und einen Müllwagen mit einem Kran, um von diesen Stellen Müll abholen zu können. Die verschiedenfarbigen Mülltonnen zeigen dir die Müllmenge an, die an den bestimmten Müllplätzen produziert werden. Brauche ich sowas? Er sagt nichts davon. Er hat die Müllroute, hat er gesagt, soll ich was kaufen. Da sagt er nichts. Ja, dann sparen wir das erstmal. Ich muss erstmal klein anfangen. Ich bin ein kleiner Müllmann. Ach du Schande, 1 von 5. Ich muss noch weiterlesen. Über den Reiter Routenplanung kannst du die Planung für deine Müllrouten steuern. Damit die Müllroute funktioniert und du Müll abholen kannst, musst du zunächst Mülltonnen kaufen. Du brauchst mindestens so viele Mülltonnen wie Müllplätze. Wir spulen zurück. So viele Mülltonnen wie Müllplätze. So viele Mülltonnen wie Müllplätze auf der Route. Das ist voll der Zungenbrecher. Mindestens eine Tonne pro Platz. Hä? Auf deiner jetzigen Fertigkeitsstufe kannst du nur Restmülltonnen kaufen. Aha! Aber mit zunehmendem Fortschritt stehen dir weitere zur Verfügung. Leg los und kaufe jetzt die richtige Menge an Mülltonnen für deine erste Route. Ja, woher weiß ich das denn jetzt, wie viel ich da brauche? Das ist jetzt... Okay, das ist alles gesperrt. Toll. So, kleine Tonne, große Tonne. Was brauche ich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Weg. Warte mal. Ich habe gekauft, was für die kleine Tonne. Das wollte ich noch nicht. Müllplatz. Das wollte ich noch nicht. Ich wollte das auf die Route. Moment. Ja, sowas brauche ich, ne? Nur wie viel brauche ich da? Also, okay, enge Straße, da haben wir es. Anzahl an Plätzen auf der Route. Brauche ich jetzt 8 Stück, oder wie? Moment. Ach, das steht da wieder nicht mehr. Das ist schon wieder weg, verdammt. Dann kaufe ich da mal 8 Stück. Wird schon passen, oder? Oh, scheiße, das sind ja 41. Fränkel, Idiot. Verzeihung. Ich bin ja froh, dass ich es noch gemerkt habe. Normalerweise bin ich ja so deppert und kaufe dann hier wirklich ein paar 40 Stück. Oder 80 oder so. 8. Preis 800. Na, das kann man gerade noch sich leisten hier. So, jetzt hast du mindestens eine Mülltonne pro Müllplatz auf deiner Route. Nun ist an der Zeit auszuwählen, an welchen Tagen du diese Abfallart abholst. Restmüll. Zieh einfach die Mülltonne auf den Tag, an dem du den Müll abholen willst. Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Am besten sonntags, oder? wir haben heute Mittwoch. Wir wollen da nicht übertreiben. Ich sag mal, ich hole mal am Freitag ab, oder? Das hole ich jetzt hier rüber. Einmal. Kann ich da noch mehr hinstellen? Die Mindestanzahl an Müllcontainer, die du auf einer Route platzieren kannst, hängt von der Anzahl der Plätze darauf ab. Stelle sicher, dass du die Mindestanzahl an Mülltonnen gekauft hast. Was willst du jetzt von mir? Jetzt kann ich hier keine 8 Stück aufbauen, oder wie? Nicht genug Müllcontainer? Ich habe doch 8 Stück gekauft. Warum steht denn da jetzt 0? Ich dachte eigentlich, Müllabfuhrmitarbeiter wäre ein relativ leichter Job, aber anscheinend... Naja, ich bin ja der Chef von der ganzen scheiß Firma, ne? Ich muss da schon ein bisschen mehr wissen, glaube ich, oder? Die Logistik und so. Verdammt, ich habe keinen Plan. Muss ich noch mehr kaufen? Ah, leck mich am Arsch, da steht jetzt eine, das passt schon. Müllplatz! So, du kannst die Abfallart, die an einem Müllplatz abgeholt werden soll, auf eine ähnliche Weise wie die Müllroute einstellen. An jedem Müllplatz ist Platz für 6 Recycling-Container für jede Art von Abfall. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Jetzt wird es echt kompliziert hier.
Du kannst auf deiner jetzigen Fertigkeitsstufe nur Standard-Recycling-Container kaufen, aber mit zunehmendem Blablabla, das kennen wir schon. Soll ich jetzt da auch was kaufen? Nö, ne? Was ist das jetzt wieder? Der Restmüll, ne, das ist zum Sammeln, das brauche ich doch noch nicht, ne? Ne, er hat nicht gesagt, ich soll kaufen. Fahrzeughalle! Alle deine Fahrzeuge sind auf dem Parkplatz abgestellt. Du besitzt zurzeit einen Parkplatz und kannst im Fortschrittsverlauf des Spiels 4 weitere kaufen. Auf jedem Parkplatz gibt es Platz für bis zu 6 Fahrzeuge. Kaufe über das Symbol dein erstes Fahrzeug. Ha! Wir kaufen ein Fahrzeug. Was kaufen wir denn jetzt? Ah, ich kann hier diese Plätze noch kaufen. Ne? Er hat aber gesagt, ich soll ein Fahrzeug kaufen. Dann muss ich ja hier Plus drücken, oder was? Ja. Ach komm, ab Stufe 2 erst. Ich muss mir einen Pimmelwagen kaufen. Na gut, jeder fängt mal klein an. Ein Hilfslaster. Das sieht ein bisschen aus wie von der Deutschen Post AG. Verzeihung. Ja, kleiner Müllwagen kaufe ich. Du hast gerade dein erstes Müllfahrzeug gekauft. Hupipora, herzlichen Glückwunsch. Ole, ole, feiern. So, jetzt brauchst du für dieses Fahrzeug einen Fahrer, etwas Benzin und einen Arbeiter, um mit dem Abholen von Müll anzufangen. Stelle mit diesem Symbol einige Arbeiter ein. Für jedes Fahrzeug brauchst du einen Fahrer, mindestens einen Arbeiter. Ich wiederhole mich gerade, ne? Das hatten wir gerade schon. Also mindestens 2 Arbeiter einstellen. So. 2. Einstellen. Weise mit diesem Symbol deine Arbeiter dem Fahrzeug zu. So, deine Fahrzeuge benötigen ab und zu Wartung. Wenn sie liegen bleiben, wähle in diesem Fall das Fahrzeug aus, das repariert werden muss und repariere es mit diesem Symbol. Liegen gebliebenes Fahrzeug reparieren. Das brauche ich jetzt noch nicht, ne? So, wenn dein Fahrzeug kein Benzin mehr hat, dann wähle dieses Symbol aus, um es aufzutanken. Das ist auch logisch. Im Navigationsabschnitt kannst du die Route, den Platz oder die Mülldeponie, das Gebäude für den ausgewählten Laster festlegen. Ein kleiner Kompass zeigt dir während der Fahrt. Zeigt dir während der Fahrt, Herr Frenkel, deutlich sprechen, die Leute müssen zuhören können, die richtige Richtung an. Das ist sehr schön, weil ich habe ja ein Orientierungssinn wie ein Nusshörnchen. Autopilot. Du kannst das Fahrzeug auch automatisch zum Müll abholen schicken. Der Autopilot verwendet die Navigationsdaten, um die Zielroute und Entladungsposition auszuwählen. Daher solltest du zunächst Arbeiter zuweisen und die Route und das Zielgebäude oder die Zieldeponie auswählen, bevor du den Autopiloten aktivierst. Wenn du den Laster losschickst, wird er bis zu deiner Rückkehr nicht verfügbar sein. Verwende dieses Symbol, wenn deine Parkplätze kein Benzin mehr haben. Was? Meine Parkplätze brauchen Benzin? Wollen die mal in Urlaub fahren oder wie soll ich das verstehen? Komisch. Ich kann hier Parkplätze betanken. Moment mal. Tank der Fahrzeughalle füllen. Aha, ich verstehe. Okay, so. Was muss ich jetzt hier machen? Gar nichts. Ich habe 2 Mitarbeiter. Ich habe Gehalt. Kann ich das bitte senken? Nein. Gehalt aller Arbeiter ist auch klar. Navigation ist nichts. Was ist das hier? Route? Ah ja, okay. Enge Straße. Städtische Mülldelobilipie. Städtische Mülldeponie. Müllabladen in. So, jetzt könnte ich das per Autopilot machen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen selber fahren. Jetzt bin ich aber noch nicht da durch, ne? Was haben wir denn hier noch? Gebäude. Im Verlauf des Spiels stehen dir spezielle Müll-Recycling-Gebäude zur Verfügung. Wenn du dich entschließt, ein oder mehrere spezielle Gebäude zu kaufen, erhöhen sich deine Einkünfte durch die Verarbeitung des Mülls im Vergleich zur einfachen Nutzung des Gebäudes erheblich. Biogasanlagen können Bioabfall verarbeiten, die Verbrennungsanlage kann Müll ausdeponieren und das Recyclingzentrum kann Glas, Papier und Verpackungen verarbeiten. Ja, Gott, ey, aber hier, das kann ich... Achso, das geht erst ab Stufe 5 und 8 und so. Okay, muss ich mich nicht drum kümmern. Mülldeponie! Das ist brillant. Hier ist der Pfeil ganz genau an der richtigen Stelle. Wenn du Mülldeponie managen willst, eine vermute ich mal, musst du sie kaufen. Durch werden sich deine Einkünfte erheblich irgendwie bedenken. Aber, dass du als Besitzer dafür verantwortlich bist, den abgeladenen Müll mit den verfügbaren Maschinen zu bearbeiten. Okay, das ist auch jetzt noch nicht wichtig. So, das heißt, jetzt geht's los mit dem Spiel erstmal so richtig. Ne? Was war das nochmal? Fahrzeug verkaufen. Ne, das brauchen wir nicht. Ja, ich könnte noch ein Fahrzeug kaufen, aber das ist erstmal Blödsinn. Ich habe hier nur so eine kleine Kack-Mini-Tour. Fahren. Steig in das ausgewählte Fahrzeug ein. Holla die Waldfee. So. Der Mini-Kompass zeigt dir die Stellen an. Der hier. Die für das ausgewählte Fahrzeug festgelegt sind. Der grüne Pfeil markiert die Route, Platzposition und der gelbe Pfeil die Mülldeponie, Gebäudeposition. Der Pfeil zeigt die Richtung, in die das Fahrzeug fährt.
Moment mal, nochmal lesen, das habe ich nicht verstanden. Der grüne Pfeil markiert die Route Platzposition. Aha. Und der gelbe Pfeil die Mülldeponie Gebäudeposition. Aha. Was ist das? Zeitplan an, aus. Keine aktiven Routen heute. Also okay. Ich habe ja auf Freitag gelegt. Wir haben erst Mittwoch. So, fahre das Fahrzeug mit Hilfe der Pfeiltasten oder WASD. Wechsle zur Müllroute. Ich habe noch keine Route, weil ich habe noch Mittwoch. Jetzt wartet mal. Jetzt schauen wir mal erstmal auf die Karte noch. Ich dachte, wenn ich hier draufklicke. Aha. Nee, hier. Ah, genau, so. Kann ich reinzoomen? Nein. Ich habe noch keine Route, weil es ist ja erst Mittwoch. So viel habe ich verstanden. Da steht mein Müllfahrzeug. Jetzt kann ich nicht mehr fahren, ne? Oder? Nee. Wie kann ich jetzt wieder ins Auto einsteigen? So. Okay. Was kann ich hier machen? Fahren? Müllwagen. Fahre dicht an die Mülltonne auf der ausgewählten Route. Nutze die rote Mülltonnenmarkierung auf der Midi-Karte als Orientierung. Falls keine roten Mülltonnen auf der Midi-Karte zu sehen sind, dann sieh nach, ob du den aktuellen Tag als Abholtag eingestellt hast. Genau, das wollte ich jetzt gerade noch einwerfen. Du kannst deine eigene Reihenfolge für das Leeren der Mülltonnen auswählen. So, ich kann jetzt gerade eh noch nichts machen. Jetzt fahre ich erstmal ein bisschen rum hier. Probe. Kann ich die Kamera kippen, senken, heben? Ah, okay. Pass auf, hier. Guck an. Können wir das Auto angucken. Zwei Hanseln hocken drin. Der Hans und der Kasper. Ja. Oder ist das Hans und Wurst? Nein, Hans und Kasper sind das. Und ich kann so ein bisschen außen rum. Hier habe ich noch einen Parkplatz. Sehr schön. Und jetzt kann ich hier rumfahren. Jetzt ist aber erst Mittwoch. Ja, das heißt, jetzt werde ich erstmal kurz eine Probefahrt machen. Um mal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Gibt es einen Blinker? Nein. So, erster wichtiger Test. Kann man Menschen töten? Das mache ich nicht, weil ich böse bin, sondern das ist einfach... Ja. Das ist einfach nur ein Test auf Realismus. Okay, das ist schon mal unrealistisch, aber das Spiel muss wahrscheinlich ab 0 Jahren freigegeben werden. Und deswegen kann man das nicht machen. Das sind zwei Zwillinge übrigens, ne? Zwei Zwillinge? Ja, es sind Zwillinge. Das hätte auch gereicht. Oh, Porsche! Den fahren wir gerade mal hier um. Mal schauen, was dann passiert. Ist das ein Porsche? Okay, man kann zumindest gegen das Auto fahren. Das ist auch schön. Das ist kein Porsche, oder? Das ist nur ein billiges Imitat. Ja, es passiert aber nichts. Und er fährt einfach weiter. Okay. Dann fahren wir mal rum hier. Die Stadt schaut ja ganz schmuck aus, muss ich sagen. Alles klar. Was? Wie, da war eine Ampel. So eine Sauerei. Wie fängt das denn schon mal an? Ich muss ein Bußgeld zahlen? Oh, da ist eine Ampel. Aber die ist doch grün. Schweinerei. Was ist das hier? Hinten aufsteigen. Das ist geil. Man kann hinten aufsteigen. Ich kratze mich gerade am Hals, falls ihr ein komisches Geräusch hört. Komm, steig mal hinten auf, Baby. Komm. Gibst du mir von hinten, Baby. Los. Ey, das ist ja wie in echt hier. Da kann ich voll hinten aufsteigen. Kann ich jetzt auch fahren? Was denn? Ich war doch schon drüber mit der Ampel, du blöder Dreckspenner. Okay, also, Herr Frenkel, rote Ampeln werden bestraft. Kleine Notiz im Notizbuch. So, ich kann hier jetzt also rumgurken, aber ich habe noch keine Tour. Deswegen würde ich sagen, ich fahre jetzt nochmal zurück in den Betriebshof oder wie immer man das nennt. Und dann stelle ich mal auf Freitag, damit ich überhaupt mal eine Tour fahren kann. Sonst wäre das ja doof, ne? Holla die Waldfee. Oh, scheiße, da war wieder eine Ampel. Komisch, die war vorher noch nicht da. Ich sehe schon, das wird ein teurer Spaß, aber zum Glück habe ich noch 56.000 Öcken. Scheiße, ich muss mir auf die Ampeln Acht geben, sonst wird das ein Verlustgeschäft. So, wir parken jetzt hier schnell nochmal ein. Und wisst ihr, was wir jetzt machen, bevor wir richtig loslegen? Ich würde sagen, wir haben genug gesehen für die erste Folge. Die habe ich jetzt eh schon ein bisschen länger gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, müsst ihr morgen wieder einschalten. Sagt mir bitte mit euren Likes, Dislikes und euren Kommentaren, ob ihr mehr sehen wollt von diesem Let's Play. Vier Folgen mache ich erstmal und dann sehen wir weiter. Und ja, morgen geht es dann richtig auf Mülltour und dann schauen wir mal, wie das funzt hier. Ja. Also, danke fürs Zuschauen und bye bye!